Wie ihr wünscht. Jawohl! Gut. Jawohl! Wird gemacht. Feinde haben einen Held... Pilgrim, nein! Wenn ihr meint... Renn! Betrachtet die Sache als erledigt. Renn, du fetter Zwerg! Renn! Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, Milord. Ja? Wenn ihr meint... Ja? Gut. Die rennen wirklich nur mit der Westen Reichweite, habt ihr mit euren Wurfarmen. Wenn ihr meint. Ja, Milord. Zurück. Wie ihr wünscht. Unsere Helden müssen voll regeneriert sein, bevor sie so einen Scheiß wagen. So, Architektur. Wir haben jetzt ein bisschen was ausgedünnt. Pilgrim lebt noch. Speichern. Unser Regen hilft uns gar nicht. Jawohl. Für euch doch immer. Ja, sehr wohl. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Flieg! Gerne. Aber sicher. Jawohl. Oh Gott, was hat sich da bitte angesammelt? Wie wollen wir da jemals im Leben durchkommen? Auf jeden Fall. Gerne. Forschung abgeschlossen. Ich sehe, um ehrlich zu sein, sehe ich, glaube ich, nur einen einzigen Weg, wie wir da durchkommen können. Und wisst ihr was? Wir beschleunigen den ganzen Spaß ein bisschen. Schau mal, was... Sind unsere Helden schon alle wieder einsatzbereit? Nein, nicht wirklich. Mit Vergnügen. Warten wir, bis sie einsatzbereit sind. Dann werden wir eine Sache versuchen. Jawohl. Wir werden all unsere Truppen in diesen Fleischwolf reinschmeißen. Oh, warte, die werfen gerade Truppen in den Fleischwolf. Vorwärts. Jetzt. Schnee bedeckt die Landschaft. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Wenn all unsere Truppen gestorben sind. Auf jeden Fall. Ja. Also wir werden jetzt versuchen, während die den Fleischwolf machen, unsere Helden hier durchzuschmuggeln. Ihr werdet an. Wo nicht die Grotte ist. Die Grotte ist hier hinten. Verdammt. Aber natürlich. Okay, dann geht die Taktik ohnehin nicht auf. Die Idee wäre, dass wir unsere ganzen Truppen in den Fleischwolf reinschmeißen und sobald sie tot sind, machen wir unseren Umbau. Ja, natürlich. Pilgrim, ist egal. Wie ihr wünscht. Stimmt voran. Du wirst sowieso wieder sterben. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ja, Milord. Nein, Pilgrim ist tot. Das könnte ein. Man kommt hier halt nicht durch, es ist kein Platz. Aber dass Erek vorher gestorben ist, habe ich nicht kommen sehen. Es ist einfach überhaupt kein Platz zu manövrieren. Den ganzen feindlichen Fernkampf ist zu katastrophal. Okay, wir machen das so. Wir hauen unsere ganzen Truppen auf den Fleischwolf, beginnen unseren Umbau, sammeln Geld. Es ist Zahltag. Denn mit dem, was wir an Truppen haben, kommen unsere Helden da nicht durch. Da sind viel zu viele Speerwerfer vor allem. Wahrscheinlich hätte man wirklich möglichst früh zuschlagen müssen. Es gibt noch eine Alternative. Unsere Truppen uns zurückzuziehen und unseren Verbündeten hier dabei helfen, hier wirklich alles zu räumen. Dass wirklich nichts mehr im Weg steht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll, dass wir unsere Truppen auf die Art und Weise nutzen. Dann kommen wir zwar später erst zum Umbau, aber was soll's. Aber sicher. Räumen wir einfach so viel Platz wie möglich. Vielleicht finden wir irgendwo mehr Bevölkerungsplatz, den wir nutzen können. Eine zweite Siedlung oder so. Mit den Truppen, die wir haben. Was wir nicht können, ist hier durchbrechen. Was wir können, ist wahrscheinlich ein bisschen Platz schaffen. Euch fehlt Eisen. Aufgefallen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Truppen einfach zu entlassen, während der Verschwindung von potenziell erkundetem Gebiet. Der Winter kommt. Und potenziell erkundetes Gebiet ist unser Lösungsansatz, um hoffentlich Glück zu haben, ein paar Probleme lösen zu können.
Ihr werdet angegriffen. Aber sicher. Angriff. Attacke! Auf sie! Winter ist natürlich alles andere als hilfreich. Wir können auch keinen Sommer haben, nicht wahr? Unsere Truppen müssen jetzt auch unbedingt so schnell sterben, wie es geht. Wie es aussieht. Streitet furchtlos. Ja, das war verschwendet. Aber was soll's. Pilgrim, wo bist du? Verteidigt euch. Da hinten. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Zahltag. Achtung! Gleich macht es Rums! Mach die Uhr wieder an. Jawohl. Gerne. Armee 1? Nee, Armee 1. Das ist Armee 2. Armee 1. Helden, nicht vorausrennen ohne Hilfe. Armee 1 ist immer das als Kanonenfutter gedacht gewesen, vornherein. Bogenschützen sind nützlich. Für euch doch immer. Hier ist er gepfählt, das heißt, hier gibt es wieder Abschaum. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Auf jeden Fall. Finkenheld wird sie schon ankratzen. Ah, sie an. Geschafft. Es regnet. Feinde greifen euch an. Aber natürlich. Aber natürlich. Ich muss einfach testen. Geht das? Geht nicht. Hat aber Leute getötet. Okay. Aber natürlich. Dieser Weg ist gewissermaßen geräumt. Ach, dieser Regen. Jawohl. So. Wir merken schon, dass das Spiel manchmal anfängt zu ruckeln. Das ist der massiven Truppenhorde geschuldet, die unterwegs ist. Ja. Mit Vergnügen. Also ich gebe die Befehle alle mehrfach, weil ich immer Sorge haben muss, dass irgendwas nicht durchkommt. Die arbeiten sich im Norden durch, das sollen sie gerne machen. Es ist Zahltag. Auf jeden Fall. Dann müssen wir schauen, wo das hinführt. Eine Mine, wie es aussieht, und einen Turm. Ein weiterer Geheimgang. Wofür sind es eigentlich diese ganzen Minen denn, die wir nicht benutzen dürfen? Gerne. Ja. Jawohl. Jawohl. Auf jeden Fall. Ja. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Jawohl. Ja, mit Vergnügen. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Für euch doch immer. Für euch doch immer. Gerne. Feinde in Dairos Nähe. Für euch doch immer. Und da sind sie schon wieder. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ha! Lösch sie direkt aus. Achtung mit der Kanone jetzt! Hier haben wir eine Mine und nichts anderes. Können wir mit dem Turm interagieren? Ja. Quicksave? Wir müssen dann wirklich das ganze Gebirge kartografieren und herausfinden, wo wir für die Zukunft noch Optionen haben. Ja, mein Lord. Ja, 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 gut, ja. Die ganzen Minen sind dafür da, die Vögel uns beleidigen können.
So, haben wir irgendwo noch einen weiteren Gang in diese Richtung? Sieht nicht danach aus. Warte, hier haben wir noch einen Gang, den wir... Nein, da kommen wir nicht hin. Das sieht aus, als wenn eine Höhle dahin führen würde. Das ist wahrscheinlich, wo Carlas Hauptbasis ist. Wir sind also sehr nah. Ja. Ja. Wo wir nicht nah sind, ist ein weiteren Weg zu finden, den wir gehen können. Hier waren wir noch nicht. Mit Vergnügen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Und dann müssen wir die nördlichen Pfade erkunden und da alles abschauen. Und das, was übrig ist, werfen wir in Carlas Fleischwolf rein und schauen, was passiert. So, wir brauchen kein weiteres Eisen mehr. Also was wir brauchen... Aber was macht den Haufen noch zu Ende? Das kostet uns jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das könnt ihr machen. Wisst ihr was? Wir helfen uns selbst. Also wir können noch keinen Kundschafter ausbilden. Dafür müsste die Armee erstmal gestorben sein. Also können wir uns Zeit damit lassen, uns selbst zu helfen. Statt der Gruppen Söldner würde ich wahrscheinlich lieber drei Gruppen Leibeigene bestellen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Der Winter kommt. Das heißt, welchen Pfad müssen wir? Wir müssen den Pfad hier machen, der wahrscheinlich... Wo führt er zusammen? Der führt nicht zusammen. Bängelt sich hier und geht hier hin zurück. Läuft hier entlang. Dann läuft er hier entlang. Hier schlängelt sich. Geht weiter hier entlang. Ich glaube, er bricht hier durch. Und läuft hier mit wer zusammen. Ist in großer Gefahr. Und verbindet sich. Okay, dann ist das Ganze blöd. Das Ganze ist ziemlich blöd. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst mal den Pfad im Norden entlang. Dem äußersten, den wir kriegen können. Also diesem hier. 1, 2, 3. Bewegt euch. Und teilt euch nicht. Oh, ach, okay. Wenn ihr hier aufteilt, ist es in Ordnung. Das macht keinen wirklichen Unterschied mehr. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das... Hier schaffen wir Bauplatz. Einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auf in den Kampf! Aber sicher. Jawohl. Jawohl. Angriff. Pilgrim, nein. Ja. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Betrachtet diesen Erreck. Fall als erledigt. Der Tag der Abrechnung. Und... Vorhin kamen da einfach nur einzelne Leute ohne ihre Hauptmänner und haben direkt angefangen, uns anzupöbeln. Wir können nicht mal sicher bis zu den Orten reisen, die wir bereits geklärt haben. Es wird wieder wärmer. Dicken Mäntel... Gut, dass ich meinen Quicksave vor allem mache. Auch wenn das letzte, wenn eine Weile her ist. Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mause. Eins, zwei, drei. Unser Plan steht zumindest jetzt fest. Die Uhr kann wieder angemacht werden. Zahltag. Und ihr hackt noch 40 Jahre weiter dran rum. Wisst ihr, könntet alle eure Reiter einsetzen. Und ihr könntet irgendwas tun.
40 Jahrhunderte später einfach. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Kleinere Reisen machen. Aber natürlich. Unsere Helden unterwegs nicht sterben, weil wir eine Sekunde nicht aufgepasst haben. Dann müssen wir diesen Pfad hier klären. Weil ich diesen Pfad nicht mag. Es ist etwas Persönliches inzwischen. Nee, zuerst wollten wir den ganzen Norden machen. Den hasse ich auch. Der geht dann bis... Hier ist noch ein Kessel. Hier führt es vielleicht irgendwo hin. Wahrscheinlich ist es aber nur ein Berg. Geht dann den ganzen Weg gen Süden bis an der Grotte vorbei, wo wir schon lange tot sind. Verstehe. Wobei, vielleicht kommen wir hier lebendig durch. An allem vorbei. Bis nach hier hin, wo wir dann unweigerlich sterben werden. Weil das dann hier der Punkt ist. Von wo aus wir auf Carla selbst treffen. Nein, der nördliche Pfad ist schon beschissen. Das ist nicht zu bestreiten. Und Sold werden gezahlt. Wahrscheinlich sollten wir wirklich den südlicheren Pfad zuerst erkunden. Denn der sieht zumindest so aus, als wenn er sich nicht so sehr, nicht so lange zieht. Würde ich sagen, gehen wir beim südlichen Pfad, aber den nördlichen entlang. Dann werden wir von Norden reingehen und im Süden rauskommen. Und der Pfad hat wo angefangen? Hier, nicht wahr? Ja, hier. Das ist der Weg, den wir lang gehen wollen. Ja. Warte. Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Angriff. Helden behalten euch. Bei euch behalten wir einfach nur im Blick. Bevor das Blöde passiert, was unweigerlich passieren wird. Feinde in Daros Nähe. Helden verteidigen. Ein Held ist in große Gefahr. Geht ihr wirklich einfach auf die Helden los? Auf jeden Fall. Für Erik. Helden, zurück, nicht schon wieder. Ja, Milord. Nichts mehr da. Bogenschützen, kümmert euch darum. Ich toleriere das nicht länger. Erik, zieh dich weiter zurück. So, jetzt müssten sie ihn als Ziel hoffentlich verloren haben. Oder sie sterben einfach. Keine Ahnung, warum die so weit von ihren Hauptmännern gewesen sind.